Entschuldigt bitte die schlechte Qualität der Vergrößerung, aber mehr war leider aus dem schlechten Material nicht rauszuholen. Aber hier kann man genau gut sehen, die ersten vier Schuss lässt die Batterie nur ein bisschen wackeln, was eigentlich noch ganz normal ist, weil die nie 100% gerade stehen. Und jetzt gleich kommt eine Dreiersalve. Wenn die Batterie einmal komplett im Kreis dreht und umkippen lässt, Bodenbombette stellt die Batterie zum Glück wieder aufrecht hin. Sehr faszinierend, dass die letzten vier Schuss denn dann noch tatsächlich wieder dahin geschossen werden, wo sie hingehören. So, da sind wir noch wieder zu Hause. Da ist das kleine Vicomonster. Heftige Batterie für 4,99 € beim Lidl. 12 Schuss, 20 mm, 125 Gramm NEM. Da kommt schon ganz gut was raus. Sieht man ja im Video. Habe ich zuerst gedacht, uns wäre die Batterie um die Ohren geflogen. Ich war ganz erstaunt, dass sie dann einfach noch so da stand und vollkommen in Ordnung war. Also es lag nicht an der Qualität, die ist sehr gut. Aber wer es schon gelesen hat am Ende vom Video, der Anzünder hat vergessen, hier diese wunderschönen Standfüße auszuklappen, die verhindern sollen, dass die Batterie wie bei uns umkippt und einfach wild durch die Gegend schießt. Wir hatten jetzt nur Glück, dass sie sich wieder hingestellt hat und die letzten vier Schuss wieder in den Himmel geschossen hat, wo sie hingehören. Zum Glück waren wir alleine auf dem Parkplatz, wo wir geschossen haben. Wäre das passiert bei unserem 12 Uhr Feuerwerk in der Straße, dann hätten wir wahrscheinlich ins Publikum geschossen. Das wäre dann nicht mehr so cool gewesen. Ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn ihr mit Feuerwerk umgeht, nüchtern, ohne Alkohol, immer die Bedienungsanleitung lesen. Und auch, wenn es mal was schnell gehen soll, das Hirn eingeschaltet lassen und auch an so kleine Kleinigkeiten denken, die für die Sicherheit sorgen sollen, tun. Bei Beko haben die kleinen Batterien meistens alle so einen Ständer zum Ausklappen. Wenn man welche hat, die keine haben, einfach andere Batterien drumherum stellen, damit die nicht kippen können. Zum Glück ist nicht viel passiert. Die Dinger sind wirklich heftig, sieht man ja im Video. Ich hatte 2, 3 Tage lang Knalltrauma von dem Knall, von der Bombette, die auf dem Boden explodiert ist. Gefühlt weit über 120 Dezibel. Ja, die Bouquets haben einen Durchmesser von über 15 Metern. Sollte man nicht meinen bei so einem kleinen Teil. Beim Straßenfeuerwerk war sie schon sehr imposant. Aber hinter dem schwarzen Hintergrund beim Schießen hier auf dem Parkplatz, wo wir die geschossen haben, faszinierend. Also das Video ist schon sehr nah an der Realität vor dem schwarzen Hintergrund. Der Sound ist heftig mit dem Echo dabei. Da war noch ein Berg dahinter mit Wald. Das hat richtig gut gescheppert. Der ist im Original nicht ganz so laut. Aber ist schon toll, das Teil. Ich kann es nur empfehlen. Qualität ist 1A. Im Anschluss zeige ich euch jetzt noch ein Foto, wo ich eingezeichnet habe, wie groß der Durchmesser ist. Die Größenunterschiede kann man da sehr gut erkennen, weil ich ja drin stehe. Ist, wie ich finde, sogar ein wunderschönes Bild geworden. Hat man selten sowas und kommt bei uns auch ins Wohnzimmer gehangen. So als kleine Erinnerung. Ich kann allen nur ans Herz legen, achtet immer beim Umgang mit Feuerwerk auf eure Sicherheit, damit solche Sachen oder Schlimmere erst gar nicht passieren.